Hey, ich bin's, Ken Jebsen. Mein Telegram-Kanal ist gesperrt worden. Ich habe recherchiert. So, heute gehen wir mal mit einer leichten Frage rein. Wie wollen wir sterben? Natürlich, mit Kölleralarm. Wir sind schon in einem Bereich der weichen Triage. Unser Klabauterbach zupft Gänseblümchen. Ich beatme dich nicht. Und warnt damit vor dem Volllaufen der Intensivbetten. Diese Szene wurde vom NDR nachgestellt. Der lauteste Bach orakelt also von der Triage, weil es nicht mehr genug Intensivbetten für die Behandlung von Covid-Patienten geben soll. Das ist schon drollig. Vor einem Jahr gab es in Deutschland über 30.000 davon und mehr als ein Drittel war frei. Und dann bestellte die Bundesregierung ja noch zusätzlich 20.000 Beatmungsgeräte. Ergebnis also 30 plus 20 macht heute knapp 23. Oder wie wir Medizin-Erstsemester sagen, what the fuck? Doch, stimmt. Statistisch sind seit dem Ausbruch der Pandemie tausende lebensrettende Betten verschwunden. Seit August 20 werden viele freie Betten als Notfallreserve gezählt. Schwupps, weg. Die Zahl der tatsächlichen Betten blieb in etwa gleich. Regen Sie sich also bitte nicht auf. Nehmen Sie zwei Aspirin, kommen Sie morgen wieder. Ich will mich aber aufregen. 17.000 Beatmungsgeräte stehen in der Gegend, wie bestellt und nie abgeholt. Und gleichzeitig klagen Ärzte, ja, wir schicken Herzinfarkten, Verkehrsunfall, ja, seht zu, wie ihr klarkommt, weg, weil wir keinen Platz haben. Dazu nochmal der Sorgenschlumpf. Wir müssen in vielen Intensivstationen jetzt schon, also so kalkulieren, in Köln zum Beispiel, der Uniklinik, wo auch mein eigenes Institut ist, dass wir also wichtige Operationen nicht vornehmen, weil wir die Intensivpflege danach nicht anbieten können. Die Lösung, es gibt noch einen zweiten statistischen Trick. Wir reden hier nämlich nicht über die Stecknadel im Heuhaufen oder ein Bett im Kornfeld, sondern über qualifiziertes Personal, über Menschen, über den sogenannten oder auch dramatischen Mangel an Pflegekräften in Deutschland. Denn ein Bett ist nur so Pflegebett, wie Pflege am Bett stattfindet. Durch Fachkräfte kann ein Covid-Patient statistisch gesehen mehr als ein Bett verbrauchen. Das heißt natürlich auf Deutsch, eine Pflegekraft muss sich um ihn kümmern. Doch der Bundesgesundheitsminister schreibt wohl, nee, tags muss eine Pflegerin zwei, nachts sogar drei Sterbenskranke versorgen. Und sogar diese karge Regelung hat die Bundesregierung letztes Jahr vorübergehend wegfantasiert. Die Pflegepersonaluntergrenzen waren aufgehoben. Das freute natürlich die Krankenhauskonzerne, weil sie jetzt mit noch weniger Personal noch mehr Geld verdienen konnten. Und das ist natürlich viel günstiger, als in die Ausbildung zu investieren zur Fachpflegekraft, Intensivpflege und Anästhesie. Es dauert 2 Jahre, also oben auf die 3 Jahre Erstausbildung noch mal drauf. Die haben irgendwann mehr studiert als die Ärzte und Ärztinnen, die sie rumkommandieren. Und dann will das hergelaufene Kittelpack natürlich auch noch mehr Gehalt. So, schön wär's, aber nicht passiert. Stattdessen sinkt die Zahl der Pflegekräfte. Manche kündigen, nicht wenige infizieren sich und als besonderes Incentive lässt die katholische Caritas den neuen Tarifabschluss abrauchen. Das motiviert. Ruhe sanft. Fazit: Betten alleine können nicht retten. Wer glaubt, dass der Markt mehr und besser bezahlte Krankenpflege kann, der zieht in eine preiswerte, luftige, große Wohnung in der Berliner Innenstadt. Stichwort Mietendeckel.